und hier ist er wieder, der White Doctor. Heute mit Shining in the Darkness. Oh, hallo. Lass mich nur aufstehen. Nun, was kann ich für euch tun? So, und jetzt können wir anfangen. Wir haben uns zwar einfach an Formationen ein bisschen vorab. Shining in the Darkness gehört zu der Shining Force Serie, ist der, quasi der Vorgänger von Shining Force 1. Ist allerdings kein Strategierollenspiel wie die Shining Force Serie selbst, sondern stattdessen ein Dungeon Crawler. Also quasi genau das Gegenteil, genremäßig. Aber es hat so einen gewissen Charme. Und darum fange ich das jetzt hier mal an. Start. Das wollen wir nämlich jetzt machen. Könnte es sein, dass du hier bist, um ein Abenteuer zu suchen? Na dann, was würdest du jetzt gern benutzen? Jetzt kann man sich einen Speicherplatz aussuchen, auf dem man dann für immer speichern muss. Okay, dann fangen wir mal an. Nehmen wir mal 1. 1 ist eine gute Zahl. Und jetzt fragt er mich nach meinem Namen. Tja, da ich keinen blassen Schimmer mehr habe, wie der Held eigentlich hieß, nun greifen wir mal und nennen wir ihn mal Owen. Nach einem gewissen Lord aus einer gewissen Serie von Büchern von Simon Green. So. Nun, wie schnell wollen wir unsere Nachrichten haben? Können wir zwischen langsam, nicht ganz so langsam, schneller und mega schnell nehmen? Und natürlich machen wir schnell. Ah, ich wusste es. Denn langsam bedeutet hier immer Geschwindigkeit für Legastheniker. Owen, bist du das? Ich hab dich erwartet. Okay, da geht was Schreckliches vor im Königreich von Thornwood. Dornenholz oder was? Etwas, das für das, wie ich fürchte, die ganze Welt in ewige Dunkelheit stürzen könnte. Mit deiner Hilfe, Owen, kann das verhindert werden. Oh, danke. Okay, los, Owen. Ab jetzt bist du der Sohn von Mordred und ein Ritter im Königreich von Thornwood. Oh, ich hätte es fast vergessen. Du hast jetzt auch noch zwei gute Freunde. Milo Brax und Pyra Mist. Okay, gut. Sir Owen, der König wartet auf euch. Bitte hier dann. Die Musik ist cool, wie ich finde. My Leech. Dies ist der Knilch, von dem ich gesprochen habe. Na gut, Minister. Ah, Mordreds Sohn und einer auf meiner feinsten Ritter. Oh, nicht wahr? Feiner Name. Feiner Name. Majestät. Dieser Knabe will sich der Suche nach der Prinzessin anschließen. Das war deine Idee, nicht wahr, Theos? Ja, Majestät. Wie du weißt, Owens Vater war mit der Prinzessin zusammen. Und er ist verschwunden zusammen mit ihr. Owen denkt, dass wenn wir die Prinzessin finden, würde es ihn zu seinem Vater führen. Also kam er zu mir und hat seine Dienste angeboten. Die Prinzessin ist immer noch irgendwo in diesem Reich, glauben wir. Ich bete, dass sie sicher ist. Tristan, was sagst du? Mit eurer Erlaubnis, my Leech. Von allen meinen Rittern, dieser Knabe ist der Jüngste. Aber er steht nur seinem Vater nach, wenn es darum geht, mit seinem Schwert umzugehen. Ah, I see. Okay, gut, wenn Tristan meint, du bist gut genug, dann ist da kein Raum mehr für Zweifel. Owen, bring meine Tochter zurück. Ich bin sicher, sie ist irgendwo in diesem Reich und wartet darauf, gerettet zu werden. Nimm dieses Gold, Owen. Rüste dich aus und dann komm wieder hierher zurück. Jetzt haben wir 200 Goldstücke gekriegt. Wir sprechen, wenn du zurückkommst. So, jetzt darfst du gehen. Okay, jetzt haben wir hier die Weltkarte, die ist ein bisschen klein. Wir können jetzt im Schloss mit dem König und den anderen Knechten sprechen. Wir können das eine Dorf besuchen, das anscheinend hier zu dem Königreich gehört. Und dann ist da noch das Labyrinth, aber da können wir nicht hingehen. Dann gucken wir uns jetzt mal das Dorf an. Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich hier reingehen. Ah ja, genau, das ist jetzt hier alles quasi aus der Ego-Perspektive. Relativ simpel, man kann mit dem Steuerkreuz hin und her gehen und hier der Reihe nach alles besuchen. Hier kann man Waffen kaufen. Das ist die Taverne. Ein großer ausgehöhlter Stein. Dann hier haben wir noch einen Rüstungshandel. Einen Alchemist, der nämlich auch Medikamente und sowas verkauft. Und einen Schrein.
Gut, besuchen wir den heiligen Schrein hier mal. Bleib gefälligst stehen und dreh dich nicht weiter um, Knecht. Ah ja, genau. Und hier können wir uns das Menü ansehen. Das sieht schon ein bisschen so aus, wie man das aus Shining Force später gewöhnt ist. Sich Zauber angucken, Items, den Status und irgendwas betreten. Status ist Owen hier nur in Silhouette. Weil das sind ja wir. Gut, der Knabe ist nicht besonders intelligent, schnell oder glücklich. Und seine Verteidigung ist miserabel, aber er kann zuschlagen. Und Owen kann auch wirklich nur zuschlagen, das ist quasi seine Gabe. Alles zu zerschmettern mit Schwertern. So, jetzt gehen wir mal rein. Weise sind diejenigen, die den Pfad der Alten... Ja, ich weiß, du bist Shinto, ja, ja, Japaner, Shinto. Ah, ja, ja, genau. Naja, und uns geht's gut. Oh, aber er ist ja gut. Der Priester teilt uns auch mit, wie viele Erfahrungspunkte wir brauchen, um den nächsten Level zu erreichen. Und wir können hier auch speichern. Das machen wir jetzt hier mal. Da, 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 da. Da. Fertig. Und natürlich wollen wir weitermachen. Genau, und wann immer wir Hilfe brauchen, können wir hier reingehen. Ne? Das ist schon mal praktisch. Okay, das wäre der Schrein. Nee, wir wollen nicht raus, also gehen wir mal... Drehen wir uns mal um, bis wir die Waffenleute da besuchen können, genau. Brauchen wir eine Waffe und hier haben wir ein Arztwerk. Guten Tag, Wenzel. Wenn du eine Waffe suchst, hier bist du im richtigen Ort. Gut, hier können wir verkaufen, kaufen, spezielle Deals machen. Sorry, keine Special Deals today. Naja. Genau, und dann werden wir immer gefragt, ob wir noch was machen wollen. Das geht uns wahrscheinlich später auf die Nerven, aber hey. Outstanding, los. Nimm dir, was du willst. Da ist noch mehr, wenn du was anderes willst. Gut, wir können uns ein Bronzemesser kaufen, ein Holzstock, ein normales Schwert. Das kostet allerdings mehr als dreimal so viel, wie wir gerade haben. Und die Axt können wir uns auch nicht leisten. Wir können uns nicht mal den Bronzesäbel leisten. Oder wir können uns eine Keule leisten. Das Bronze-Knife. Oh, aber das Kurzschwert können wir uns leisten. Das kostet dann genau 200. Okay. Um die Zahl der Kämpfe, die wir bestehen müssen, mal zu verringern, kaufen wir uns einfach mal ein Schwert. Jetzt haben wir uns ein Kurzschwert gekauft und haben wir auch kein Geld mehr, also hauen wir mal ab. Das werde ich wahrscheinlich später bereuen, was ich jetzt gemacht habe. Ciao! Aber zumindest... sind die meisten Gegner am Anfang in solchen Spielen immer erstaunlich schwach, wenn man weiß, was man tut. Ah, ich hatte ja schon ein Bronzemesser ausgerüstet. Gut, dann kann ich vielleicht noch was kaufen. Muss ich nur rausfinden erstmal, Item, genau, Item. Oh, da habe ich zu viel gedrückt. Na, jetzt sind wir wieder rausgeflogen. Item, Use, wegschmeißen, equippen und jemand anders geben. Das brauchen wir ja noch nicht, wir sind ja alleine erstmal. Aber wir können was ausrüsten, genau. Wir nehmen das Kurzschwert, denn dann kriegen wir noch von 23 auf 28 unseren Waffenfaktor. Und jetzt haben wir das Bronze-Dings da rausgetan. Vorsichtig, vorsichtig, arg. Ja, ich muss mich hier nochmal ein bisschen drum umgewöhnen. Schließlich habe ich hier so eine Art Dual-Shock-Controller und muss den so benutzen, als wäre das jetzt hier ein Mega-Drive-Controller. Na okay, aber ich habe das nicht versehentlich rausgetan, gut. Dann fahren wir hin auf die Taverne, aber wir wollen auch nochmal kurz beim Armorer vorbeigucken, oder? Gucken, was wir hier finden. Ist dasselbe, nur dass der Knilch anders ist. Aha, ja, genau, und er sagt sogar noch genau das gleiche, nur das Wort, statt dem Wort Waffe, das Wort Rüstung. Oh, das ist toll. Sorry to say, aber es sind keine Special Deals hier. Genau. Jetzt gucken wir mal, was er hat. Und wir können Rüstungen... Waffen, Schilde und Helme kaufen. Oh, interessant. Ja, ein bisschen teuer. Aber das ist witzig. Während der Waffenladen tatsächlich nur Waffen hat, können wir hier alles Mögliche kaufen. Mhm. Okay. Leider alles zu teuer. Für null. Ich verkaufe mal das, was ich habe. Ah, jetzt verstehe ich. Muss hier Nein sagen, wenn er mich fragt, ob ich noch was sehen will. Ja, ja, wir sind nicht interessiert, aber wir
wollen jetzt was verkaufen. Okay, relativ simpel, allerdings auch ein bisschen schwerfällig. So, weg mit dem Messer und... Oh, 75? Mehr als ich dachte. Nope. Nope. Genau. Aber wir gehen jetzt mal zum Alchemisten. Oh, gehen ein bisschen schon zurück, der ist immer so schnell. Jetzt kennen wir das Spiel ja schon und... Oh, hier haben wir eine Lady. Okay. Du komm reich rein, wenn du eine Reise planst, ich habe alles, was du brauchst. Und hier geht dasselbe praktisch los. Ich nehme an, ah ja, D-Poison erklärt sich schon selbst. Angel Feather klingt nützlich. Wisdom Seed hat wahrscheinlich irgendwas mit Magie zu tun. Healer Fruit ist wahrscheinlich eine größere Version von dem einen Ding. Und das, Riechsalz, ich nehme an, das hilft, wenn man mal auf Null fällt. Ich mache das mal ganz simpel. Ich kaufe mir einen Herb. Für den Fall, dass wir vergiftet werden. Das kann in alten Spielen ja ziemlich heftig werden. Eine Angel Feather. Falls ich mich richtig erinnere, können wir damit nämlich aus Labyrinthen fliehen. Und wir nehmen noch ein zweites Herb. Nee, ich lasse noch eine kleine Geldreserve da. Okay, jetzt kommt übrigens ein interessanterer Teil von unserer kleinen Einführungsreiche hier. Wir besuchen die Taverne. Hey, halt, nein! Nicht, bleib hier. Oh Gott. So. Und jetzt stell dich mal nicht so an, als wärst du betrunken, geh in die Taverne. Gut, hier gibt's eine ganze Menge Leute. Haha, das ist ein guter Mann. Was? Nur eine Sekunde. Das ist Old Week. Hi, Owen. Sorry über deinen Vater, das zu hören. Die Prinzessin sollte eigentlich sicher sein, wenn dein Vater sie beschützt. Tatsächlich, hier gibt's einige, die geben ihm die Schuld für das, was passiert ist. Ja, genau. Geh ich mal sehen. Wer von euch will darauf wetten, dass der Vater am Ende für die Entführung verantwortlich ist? Hä? Mrs. Wink. Oh, wenn das nicht Owen ist. Sorry, wegen deinem Vater. Ich hoffe, ihm geht's gut. Da gibt's einige, die sprechen schlecht von deinem Vater, aber lass dich nicht daran stören. Denk bloß daran, dass wir alle hinter dir stehen. Wenn du übernachten willst, klingel einfach mit der Klingel da an der Ecke da die Glocke. Ah ja, genau, das ist die. Da müssen wir daran rütteln, wenn wir übernachten wollen. Und hier haben wir Lupo, den Wolfmann. Ach, das ist süß. So, du bist der Sohn von Mordred, dem braven, dem mutigen. Ziemlich jung, um nach der Prinzessin zu jagen, nicht wahr? Und dann wiederholt er das einfach nur. Dann haben wir noch Gut. Das ist eine Art Hyänenhunde-Ding. Sehe ich irgendwie nicht so deutlich von hier aus. Ah, der Sohn von Mordred. Mein Auge. Bring mich nicht zum Lachen. Boah, was schaust du mich so an? Komm her und ich zeig dir, wer hier der Boss ist. Aber ignoriere ihn einfach. Ich habe noch nie irgendein angenehmes Wort über seine Lippen kommen hören. Mhm. Okay, und dann haben wir noch Tuck. Den grünen Kobold. Ich entschuldige mich für Gnorns, Verhalten. Er ist eigentlich wirklich nett, weißt du? Gnorn? Okay, Gnorn. Niemand glaubt mir, wenn ich ihm sage, dass ich diese Kreatur gesehen habe. Es war hässlich. Ich sah es in der anderen Nacht auf dem Hügel außerhalb des Dorfes. Okay, dann haben wir noch Dai. Ich bin ein loyaler Ritter und Diener von Baron Virun. Mein Lord ist ein netter Mann. Aber er ist irgendwie nicht er selbst in letzter Zeit. Gut zu wissen. Und Edward, was ist mit dir? Ach ja, zu Dai und Diane zu sprechen ist eine der Highlights meines Tages. Okay, der sagt noch nicht viel. Dann können wir noch zu ihr sprechen. Mein Bruder und ich kommen hier ab und zu mal her, um etwas zu essen. Aber es sieht so aus, als hätte mein Bruder heute keinen Appetit. Okay, jetzt haben wir diese netten Leute alle kennengelernt. Ah, der alte Weg. Ja, ja, und wir erwarten uns jetzt vor einer Menge Fremde, die die Prinzessin suchen. Ach, ja, Kopfgeldjäger. Naja, egal. Jetzt versuchen wir mal, genau rauszugehen, denn jetzt haben wir uns eigentlich ausgerüstet. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist zu speichern und dann gucken wir mal wieder nach dem Schloss.